Ist gut. Okay. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön sind Sie da, hier vor Ort und da zu Hause im Livestream. Im Namen des Literaturhauses Zentralschweiz heiße ich Sie alle herzlich willkommen zur heutigen Soiree im Dachstock des Litz mit der Autorin Silvia Tschui und dem Musiker Philipp Schaufelberger. Sie verheißt ein soghafter Passvorritt durch Tschuis Roman Der Wot, 2021 im Rowohlt Verlag Hamburg erschienen. Ja, liebes Publikum, freuen Sie sich auf einen burlesk verstörenden Abend mit Lesung, Performance, Gesang und Gitarrenklang mit Bob Dylan und Philipp Schaufelberger an der Gitarre. Achten Sie auf die kompositorische Tonalität des hintersinnigen Lakonikers Schaufelberger, Zitat der Bund, von dessen diskrete Virtuosität des Gitarrenspiels die NZZ schwärmt. Topografisch bewegen wir uns heute von den mecklenburgischen Weiten Norddeutschlands über Berlin und München bis nach Zürich und Bern. Zeitlich erstreckt sich der Roman vom Zweiten Weltkrieg bis in die jüngste Gegenwart über 4 Generationen hinweg. Wir nehmen teil am Schicksal der Hauptfiguren Julius, Meta, Rosemarie, Generation 1, Nis, Karl, Lilly, Fritz und das Marie-Therese, Generation 2, Tommy und Sünje, Generation 3, Charlotte, G5, und was es mit der Generation G6 hat, Charlottes Sohn, sei an dieser Stelle nicht verraten. Durch alle 4 Generationen geistert der titelgebende Wot, der Himmelsjäger aus einer norddeutschen Sage, Kriegsgott, Chiffre für die Angst, den seelischen Alp. Denn dieser lastet schwer in der deutsch-schweizerischen Unternehmerfamilie. Die Rede ist von Krieg, Geheimritualen, sexuellem Missbrauch, Lügen, Hells Angels und Drogen etwa. Kunstgriff und Glück des Romans. Statt chronologisch zu erzählen, wird kollagiert und montiert, werden Epochen, Charaktere, Milieus und Dialekte ineinander verwoben, Glied um Glied arrangiert, wieder demontiert und zum Schluss, Zitat, zwischen 2 Buchdeckeln gelegt. Wer diese genealogisch tradierten Ungeheuerlichkeiten zwischen 2 Buchdeckeln gleichsam zu bannen vermag, verfügt über Klugheit, Mut und erzählmagisches Talent, heißt Silvia Tschui, hat Germanistik studiert, den Lehrgang Literarisches Schreiben in Biel und ein Animationsfilmstudium in den USA absolviert. Lebt heute als Journalistin und Schriftstellerin in Zürich. Ihr erstes Buch Jakobs Ross, Nagel und Kimche 2014 wird in diesem Jahr verfilmt. Zurück zum Wot. Wer das Glück hat, diese 2 Buchdeckel zu öffnen mit Aug und Ohr, sind wir im Hier und Jetzt im Litz. Wie der Deckel einer Musikdose aus Glitzer und Lack klappen wir das Buch mit Silvia Tschui und Philipp Schauberberger jetzt auf. Dafür braucht es nur Ihren Applaus. Schönen Abend. Guten Abend miteinander. Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit in heutigen Zeiten. Und umso schöner, dass Sie da sind. Und danke auch für die wahnsinnig schönen Worte. Ich habe nur müssen lachen vorher, weil in dieser Häufung Drogen, sexuelle, wissen wir. Das war gerade ein bisschen viel. Darum, ich sage gerade, wie das
funktioniert heute Abend. Sie haben einzelne von ihnen haben Kuvert bekommen. Und in diesen Kuvert hat es vier Kärtchen oder drei Kärtchen. Und auf diesen Kärtchen stehen Musikgenres. Und die das Buch vielleicht schon gelesen haben, wissen es schon. Den anderen sage ich es jetzt. Das Buch ist nicht chronologisch erzählt, sondern es springt eigentlich die ganze Zeit zwischen Zeit und Personenebene hin und her. Und darum springt auch die Lesung zwischen Zeit und Personen hin und her. Und ich ziehe jetzt jemanden, ohne zu schauen, und die Person, die dann das Kuvert hat mit dem betreffenden Namen, darf sich ein Musikgenre wünschen. Und wir machen eine Szene aus dem Buch, mit dem wo der Song, den sie dann gewünscht haben, dazu passt. Oh, wir fangen mit dem doch eher deprimierenden Karl an. Der Karl ist ein kleiner Bub auf der Flucht aus Mecklenburg mit seinem älteren Bruder vor den Russen. Und er wird später Priester werden und auf seinem Weg doch einiges Übels auch müssen erleben und tut dann aber auch viel Gutes. Wer hat den Karl? Was hätten Sie gern für ein Musikgenre? Eins, was ich könnte aus dem Jahr 1970, das ist eine sehr gute Wahl. Es ist auch so, dass wir noch ein Vetorecht haben. Also wenn es eine besonders deprimierende Szene sie sich wünschen, dann machen wir nachher ein bisschen lustiger. Wir befinden uns in München in der Nachkriegszeit. Der Karl ist relativ traumatisiert, weil er hat als Kind auf der Flucht gemeinsam mit seinem Bruder in einem Eisenbahnwagen im Halbdunkeln wirklich schlimm misshandelte Frau gesehen mit Stichwunden und so mit den Farben Schwarz und Rot. Das ist also Frauen plus Farben Schwarz und Rot gar nicht gut für den Karl. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass das Verhältnis der zwei Brüder nicht das Beste ist, weil Denise relativ fies war zum Karl auf dieser Flucht. Er war auch erst 11 und halt auch überfordert. Und der Karl ist jetzt älter. Also es ist jetzt eben, wie gesagt, Nachkriegszeit und er ist ein Teenager, vielleicht ungefähr 14 oder 15. Der Karl lässt sich mitziehen aus der Mansarde, die Treppe hinunter. Der Nies nimmt ihn mit. Er fasst den Karl unter. Der Nies nimmt ihn mit. In die nächste Kneipe am Eck. Einen klaren gibt der Nies dem Karl aus. Und der Karl trinkt ihn und noch einen. Sie lachen und schwanken. Der Nies zieht ihn weiter. Und der Karl ist dankbar. Er zieht durch die Nacht, durch Straßen, in denen noch immer Trümmer liegen. Und durch Straßen, in denen schon aufgeräumt wurde. Durch die Nacht mit dem großen Bruder. Der Nies bezahlt. Von einer Kneipe in die nächste. Und der Karl sitzt plötzlich in einer Chaiselongue. Sie ist mit rotem Samt bezogen. Auch die Wände sind mit rotem Stoff bezogen. Gedämpft fließt die Beleuchtung aus den kristallenen Wandlüstern auf das Plakat an der Wand. Die Buchstaben verschwimmen vor Karls Augen. Er schiebt die Frau. Er ist es ein Mädchen, das sich angeschmiegt hat zur Seite, um aufzustehen und zu lesen. Bekanntmachung steht da. Und die Besucher werden darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Hause Viro und übermangansaures Kali zu Desinfektionszwecken von der Inhaberin bereitgehalten werden muss. Die Polizeiverwaltung. Und der Karl hat kaum einen halben Gedanken gefasst, ja, was genau dieses Viro und dieses Kali hier wohl desinfizieren sollen. Da schlingen sich schon wieder weiße Arme von hinten um ihn. Der Karl sträubt sich. Die Arme ziehen ihn auf das Kanapee zurück, das er stolpert. Jetzt hab dich nicht so, sagt Anis von einem Sessel über einen anderen nackten Arm hinweg zum Karl. Ja, das sind die saubersten Mädchen der ganzen Stadt. Ja, aber Nies und die Margarete, sagt der Karl und weiß sofort, er hat etwas Falsches gesagt. Ja, die ganze Körperhaltung des Bruders verändert sich, der Karl duckt sich. Aber der Nies hat sein Mädchen schon weggeschubst und ist aufgesprungen. Ich sag dir jetzt mal was, zischt er und piekst den Karl auf die Brust mit dem Zeigefinger. Es tut weh. Ich sag's dir, die einen fressen und die anderen werden gefressen. So einfach ist das. Du kannst in deinem Zimmer hocken und Angst haben und beten und schuld sein wollen und ein kleiner Wurm sein.
oder du kannst leben und fressen. Was gibt's denn sonst? Sonst gibt's nichts. Friss oder werd gefressen. Und solange es Schnaps gibt, werde ich ihn saufen. Solange es Geld gibt, werde ich mich bedienen. Und solange es Mädchen gibt, werde ich sie nehmen, weil es mehr nicht gibt. Verstehst du? Denise brüllt jetzt. Mehr gibt's nicht. Das ist alles, was da ist. Und jetzt sei kein Wurm. Sei für einmal kein Wurm. Und wenn ich dir ein Mädchen schenke, dann nimmst du es gefälligst. Denise packt den Karl am Revier. Er zieht ihn hoch, zerrt ihn zu einer Tür und schubst ihn in das Zimmer mit dem großen Bett, das der Karl rückwärts auf die Matratze fällt. Draußen im Flur brüllt Denise zwei Mädchen herbei und wirft hinter ihnen die Tür zu. Der Karl liegt auf dem samtrot bezogenen Bett, schon hat er ein Mädchen über sich. Ihr Mund ist rot nachgezogen, die zweite zieht ihr Kleid hoch, sie streckt Strümpfe, schwarz und rot, das Frauenbein. Den Karl packt das Entsetzen, er rappelt sich auf, stürzt auf dem Zimmer, der Salon, die Frauenbeine, das Kanapé, schwarz und rot, nur raus. Er rennt die Straße hinunter, im Dunkeln. Er rennt, bis er sich in seinem Dachzimmer wiederfindet, hinter geschlossener Türe. I met a gin-soaked barroom queen in Munich. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulders, 'cause I just can't seem to get evil out of my mind. It's the honky-tonk woman. She gives me the honky-tonk blues. It's the honky-tonk woman. She gives me the honky-tonk blues. She tried to grab me and she showed no pity. I had to put up some kind of a fight. The lady tried to cover me with roses, tried to blow my nose and then to blow my... It's the honky-tonk woman. She's disgusting. She gives me the honky-tonk blues. It's the honky-tonk woman. She gives me the honky-tonk blues. Merci. Er wird nachher religiös, der Karl. Er wird eigentlich schon vorher religiös. Wir haben... Der Fritz. Wer hat den Fritz? Und was hätten Sie gern? Ich hätte gern zwei Freunde, Punk und Gospel. Ah, okay, ja. Das ist eine schwierige Szene, wenn sie am Anfang kommt. Darum muss ich ein bisschen, oder relativ am Anfang, darum muss ich ein bisschen erklären. Die Lilli, die ältere Schwester ist, oder Halbschwester von Karl, die ist auch aus Mecklenburg. Und die hat das Glück gehabt, dass sie einen Schweizer geheiratet hat. Nämlich den Fritz. Und der Fritz war ein Architekt gewesen, aus armen Verhältnissen aus der Schweiz. Es hat vor dem Krieg sehr viel Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Darum sind viele ausgewandert auf Deutschland. Und haben dann natürlich beim Aufbau des Reichs dann später irgendwie Jobs gehabt. Und der Fritz war einer von denen gewesen und hat die Lilli kennengelernt, die zu der schönen Story gehört hat. Die haben geheiratet und dann sind sie in die Schweiz gezogen zu seinen Bauernverwandten. Und das war für die Lilli nicht besonders lässig gewesen, weil sie so als bessere Bürgerstochter und dann war sie in einem jurassischen Kaff gewesen. Bei irgendwelchen Bauern, wo es nicht einmal jemanden gehabt hat, der ein Chauffeur gewesen wäre oder so. Und
Und die Ehe ist dann nicht wahnsinnig gut gegangen und sie hat dann schlussendlich einen Graf kennengelernt, einen Verarmten. Und hat mit dem einen Plan geschmiedet, dass sie dass wieder zu Geld kommen, hat es tatsächlich geschafft und zieht jetzt mit dem um. Und da sind wir jetzt. Wir sind also in Zürich und fangen mit der Lilly an. Und es ist eine Doppelszene Fritz Lilly. Die Lilly überlegt sich kurz vor ihrem Umzug ins große Haus während der letzten Tage in Karols schäbiger Dachmansarde, wie sie doch noch alles retten kann. Sie steht am offenen Fenster. Sonnenstrahlen fallen schräg ein und sie streckt die Hand aus. Berge und See sind fassbar nah. Der Scheck der Gräfin ist bei der Bank durch. Ja, die Lilly und der Karol werden heute den Vertrag für das Haus unterschreiben. Und es ist alles genau so, wie es die Lilly geplant hat. Ja, das Haus mit einer gepflasterten Auffahrt, wie am Sternenplatz in Mecklenburg damals. Mit alten Bäumen im großen Garten, mit einem Salon, um Gesellschaften zu geben. Einem Flügel in der großen Halle, in der mindestens 50 Leute Platz haben, um zu tanzen. Und mit einer Aussicht, die hier sogar besser ist als damals im Norden, wo alles flach war. Die Lilly sieht sich schon vom Saal aus über den See und über Hügelzüge bis zu den weiß bespitzten Bergen blicken. Und von dort oben, vom neuen Haus, an bester Adresse, auf dem feinsten Hügel, ja, da wird es so aussehen, als könne man über sie hinwegfliegen, über die Berge. Als würde das ganze Land ihr gehören, ihr allein. Wenn sie nur diesen anderen Brief heute nicht bekommen hätte, diesen elenden Brief vom Fritz, der ihr wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Schon wieder. Ja, aber diesmal wird es ihm nicht gelingen. Da kann er Gift drauf nehmen. Diesmal nicht. Er wolle das Sorgerecht für die Sünje, die gemeinsame Tochter. Er wolle das Sorgerecht für die Sünje, schreibt er. Und er werde vor Gericht ziehen. Sie seien noch nicht einmal geschieden. Und die Lilly wohne mit der Sünje in seltsamen Umständen. Und wenn die Lilly die Sünje nicht zurückbringe, werde er zur Polizei gehen und die Tochter mitsamt der Lilly zurückbringen lassen. Was will der eigentlich, denkt die Lilly, der in seiner kleinen Wohnung? Was will der mit der Sünje, wenn sie doch ihrer Tochter die Welt bieten kann? Zugang zu Kreisen, von denen der Fritz nur träumen kann. Der auf gar keinen Fall geht die Sünje in dieses Kuhdorf zurück. Und wird ein Bauerntölpel wie die Familie vom Fritz, dass der überhaupt auf die Idee kommt. Er bleibt nur die Frage, was die Lilly tun kann, er tun muss, damit die Sünje bei ihr bleibt, ein für allemal. Ja, damit sie eine Zukunft hat, eine gute Partie macht, ja, wie die Lilly jetzt doch noch. Und damit dieses reiche Land, See, Flüsse, Berge und Hügelketten auch der Sünje zu Füßen liegen werden. Am Saum der Berge beginnt es zu schillern. Ein Ausweg am Rande der Aussicht, in einer Hirnwindung beginnt es zu schillern. Nur leicht und dünn, eine Seifenblase einer Idee. Nur nicht zu genau hinschauen. Die Lilly könnte doch nicht, kann doch nicht. Ja, natürlich ist es nicht die feine Art. Bei Lichte besehen ist das sogar ziemlich widerlich und ganz klar Unrecht. Ja, aber ist es nicht ein größeres Unrecht, die eigene Tochter einer glänzenden Zukunft zu berauben? Welches Unrecht wiegt schwerer? Wiegt ein von ihr begangenes Unrecht, ein nicht begangenes Unrecht vom Fritz auf? Und so vereinbart die Lilly für denselben Tag einen Termin beim Kinderarzt, um mit ihm das frei erfundene, aber sehr beunruhigende und auf unangenehme Erwachsenenart, unanständige Benehmen ihrer Tochter zu besprechen. Er sei immer nach den Besuchen beim Vater besonders auffällig. Und der Kinderarzt rät ihr, wenn sie sich sicher sei, wenn sie sich wirklich sicher sei, zu einem sofortigen Gang zur Polizei, welchen die Lilly gleichen Tags unternimmt. Danger illustrated. I'm a firestarter.
infatuated, filth infatuated. Yeah. I'm the pain you tasted, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. Have a fire start. Twist it, fire start. Eine Woche später. Merci. Eine Woche später kommt der Fritz von der ersten Einvernahme aus Zürich zurück. Es hat ein paar Lacher gegeben. Es war unfreiwillig lustig, anstatt gefühlt. Ich kann selber müssen lachen. Eine Woche später kommt der Fritz von der ersten Einvernahme aus Zürich zurück. Der Fritz steigt die Treppe zu seiner Mansardenwohnung hoch. Langsam, jeder Schritt ist ihm schwer. 100 Kilogramm wiegt ihm jedes Bein. Er legt seinen Hut ordentlich auf die Hutablage und sein Jackett in den Garderobenschrank, bevor er das Fenster öffnet und sich fragt, wozu sich eigentlich der Himmel so unerträglich hellblau spannt und wozu eigentlich diese Nachmittagssonne so strahlend scheint. Der Fritz legt den Brief der Stadtpolizei gut sichtbar auf den Küchentisch. Er schreibt quer in Großbuchstaben darüber, ich habe das nicht getan. Er geht in sein Kellerabteil hinunter, holt dort ein Seil, ein solides, gut gearbeitetes, ein tröstliches Seil und steigt damit wieder die 5 Stockwerke hoch. Seine Schritte fallen ihm jetzt viel, viel leichter. Und als er auf dem Hocker steht, blickt er nach vorn und da spannt sich durch das Fenster eine Brücke. Seine Brücke, schmal und elegant und perfekt konstruiert, führt sie direkt in die große Himmelsbläue hinein. Some bright morning, when this life is over, fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away when the shadows of this life have gone. I'll fly away like a bird from these prison walls. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Merci. Jetzt machen wir ein bisschen lüpfige. Fritz und Lili machen, wo sie sich treffen, dass es so nett ist und hübsch. Oh ja. Ja. Also der 80er-Jahr-Popsong darf dann die oder der mit dem Fritz-Couvert nicht mehr ziehen. Macht einen Zeitsprung zurück vor den Krieg und wir sind in Norddeutschland. Der Fritz wird, frisch im Norden angekommen, schon nach ein paar Tagen auf eine Soiree mitgenommen, beim Ortsgruppenleiter. Den hat der Fritz ein paar Stunden früher bei einer Zusammenkunft zur Planung eines Rüstungsbetriebs schallend zum Lachen gebracht. Der Fritz hat nach ein paar Tagen wirklich verdatterten Schweigens, verursacht durch die rasend schnelle und effiziente Sprechweise dieser Norddeutschen,
kurz vor dieser Zusammenkunft gemerkt, dass seine holprige Langsamkeit im Hochdeutschen durchaus ein Vorteil sein kann. Ja, er braucht nur die Sätze zusätzlich in die Länge zu ziehen und ein paar Kunstpausen einzulegen und kann die heikelsten Dinge aussprechen. Sie hängen ihm an den Lippen, sie biegen sich vor Lachen. Und der Fritz ist schlau genug, dies zu seinem Vorteil umzumünzen. Als er dem Ortsgruppenleiter seine Fabrikpläne vorlegt, kann keiner sagen, am Technikum in der Schweiz seien sie nicht kühn und gleichzeitig genau. Zum Schluss der Besprechung hat der Fritz ein Glas Aquavit in der Hand und raucht eine Zigarre und klopft ihm auf die Schulter und es wird gleich noch ein Fabrikprojekt besprochen. Auf die Einladung zur Tanzveranstaltung meint er, ich, in dem Kittel hier, und hebt ironisch das Revers seines einzigen grauen und doch recht abgetragenen Anzugs an. Ja, da brüllt der Ortsgruppenleiter schon wieder vor Lachen. Nun ja, also so lustig ist es alles eigentlich gar nicht, aber er hat auch schon ein paar Intus. Ein schwarzes Jackett mit passender Hose wird für den Fritz aufgetrieben, es wird abgefahren mit Chauffeur und er findet sich auf einem Schloss wieder. Es wird getanzt und es geht immer dort am lautesten und am lustigsten zu und her, merkt der Fritz, wo eine kleine, hübsche, platinblonde mit Wasserwelle inmitten einer ganzen Blase von jungen Gecken tanzt. Ihre Beine scheinen völlig losgelöst von ihrem Körper zu funktionieren und um ihren Hals funkelt eine lange Diamantkette, die schlenkert beim wilden Tanz hin und her. Und sie trägt ein goldenes, kurzes Kleid mit Fransen und scharlachroten Lippenstift. Ja, und einmal stellt sie sich tatsächlich auf ihre Hände und tanzt ein paar Takte kopfüber, dass man an ihre Strumpfbänder und ihren Schlüpfer sieht. Der Fritz hat außer auf Plakaten noch nie eine derart totschicke Frau gesehen. Ja, da ist so eine und tanzt und lacht und schlackert mit den Beinen, dass es eine wahre Freude ist. Moving forward using all my breath. So blue eyes that could all but stave off death. I saw the world dancing all around your face. Knowing you and me can settle this ablaze. I'll stop the world and melt with you. We'll make a difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world. Komm, ich stell dich mal der ganzen Spoke vor, sagt sein Arbeitskollege. Und der Fritz merkt, mit genau der richtigen Menge Aquavit und Sektintus, dass auch er tanzen kann. Und tanzen macht Spaß, tanzen ist leicht. Ja, mit Tanzen kann man noch lustiger holpern und verzögern und im exakt extra falschen Moment beschleunigen als mit seinem Schweizer Akzent. Bald unternimmt der Fritz inmitten der goldenen Nordjugend die tollsten Sprünge und tanzt neben der blonden Lilly. Und bald nur noch mit der Lilly und sie mit ihm. Und er weiß, dass sie zusammen einen prächtigen Anblick ergeben. Sie so klein und wohlproportioniert und hübsch und blond und er so groß und schlaksig und eckig und dunkel. Und er weiß, dass auch sie es weiß. Spätabends fährt er mit ihr und zweien ihrer Freunde in ihrem Auto an einem See entlang zurück nach Lügnin. Er sitzt zwar auf dem Hintersitz und sie am Steuer, aber immerhin. Und als die Lilly gerade besonders lacht, fährt sie gegen den nächsten Baum. Und in den Graben. Aus dem Motor raucht es. Die Lilly reißt die Tür auf und ignoriert die verbeulte Motorhaube. Sie ruft, wer zuletzt im See ist, hat verloren. Sie reißt sich schon im Rennen das Kleid vom Leib und läuft im Schlüpfer und Unterhemd zum Ufer. Der Fritz ist letzter. Er hängt das ausgeliehene Jackett und die Hose als einziger ordentlich an einen Zweig, während die anderen längst ins nachtschwarze Wasser gesprungen sind und wird darum, sobald er drin ist, unter großem Gekreisch und Gelächter von der Lilly und dem mit ihr befreundeten Paar ein paar Mal untergetunkt. Dream of better lives we never thought we'd get. With you by my side, there just can't be no threat. We'll build a dream, a home, a life, a nest. Together you and
we will always be just blessed. I'll dance and laugh and sing with you. We'll make a difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. I'll stop the world and melt with you. We'll make a difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll dance and laugh and sing with you. Danke, danke. Ich ziehe wieder eins. Oh, wir haben Zünje. Wer hat Zünje? Und was hätten Sie gern? 2 für 1. 2 für 1. Der Zünje ist dann bei mit Carol und der Lili nicht wahnsinnig gut gegangen. Und sie hat eine Tochter mittlerweile. Wir sind in Bern anfangs der 1980er Jahre. Ihre Tochter ist Charlotte. Die wird damit so ein abgeschoben zum Marie-Therese. Das ist Fritz seine Schwester, die in Bern ein Juweliergeschäft führt. Und Zünje hat sich als Teenager in so ein Anhängel von den Hells Angels verliebt, in Tommy. Und der ist aber dann unter tragischen Umständen gestorben. Und sie hat von ihm die Tochter Charlotte. Und sie ist auch recht abgestürzt. Zwischendurch hat es aber doch noch irgendwie geschafft, ihre Krankenschwesterlehre abzuschliessen und arbeitet jetzt in einer Privatklinik in Bern. Als die Sünje beginnt, sich mit ihrem Chef zu verabreden, wird es ein bisschen besser. Die Sünje steht dann vor dem Spiegel und summt. Muss ich vielleicht noch dazu sagen, Sie sehen es vielleicht auf der Illustration, die Sünje ist wirklich wunderschön. Sie ist die Schönste. Die Sünje steht dann vor dem Spiegel und summt und malt sich rosa Lippen und schwarze Wimpern und hellblaue Lider. Nicht zu viel, erklärt die Sünje Charlotte, sonst sieht es billig aus. Und Charlotte findet, ihre Mutter sieht nicht billig aus, sondern unglaublich teuer. Und plötzlich noch viel schöner als die Lilly, die Charlotte sonst die schönste überhaupt findet auf der Welt. Umwerfend schön sieht die Sünje aus, bevor sie Charlotte zum Marie-Therese zum Übernachten bringt. Ja, und die Lilly sagt beim nächsten Mal, als sie zu Besuch ist und sich naserümpfend umsieht und erstmal die Wohnung aufräumt, heiraten solle die Sünje den. Sie solle darauf insistieren, dass er sie ausführt an einem bestimmten Ort. Und die Sünje solle zusehen, ja, dass das ein Ort sei, an dem Bekannte seiner Frau zu erwarten seien. Ja, besser noch, sie solle diese Bekannten unter einem Vorwand dahin bestellen. Notfalls unter falschem Namen. Ja, und dann bleibe der anderen kaum mehr etwas anderes übrig, als die Scheidung einzureichen. Ja, und dann werde die Sünje am Ende doch noch Frau Doktor. Ja, und für eine Putzhilfe reiche es dann auch. Und die Sünje solle wenigstens einmal in ihrem Leben an Charlotte denken. Bald darauf wird tatsächlich geheiratet. Und Charlotte hat sich ihre Mutter vorgestellt mit hellblauen Blumen in ihren langen blonden Haaren und in einem weißen Kleid, wie eine Prinzessin. Ja, und gelacht hätte sie und Charlotte hätte die Schleppe gehalten und Leute hätten Blumen geworfen. Aber die Sünje trägt einen Hosenanzug. Und man geht in ein Büro, wo eine Frau sitzt, die mit sehr rot geschminkten Lippen und sehr weißen Zähnen ständig lächelt. Das ist übrigens die Standesbeamtin von meiner besten Freundin. Die Sünje, das ist wirklich absurd gewesen. Die Sünje muss etwas unterschreiben, der Mann auch und das Marie-Therese, das mitgekommen ist und noch ein Mann, den Charlotte nicht kennt, müssen etwas unterschreiben. Das war dann die Hochzeit. Und ein paar Wochen später ziehen Charlotte und die Sünje in ein großes Haus. Und bald wird es wieder schlechter. Bald singt die Sünje nicht mehr. Die Sünje arbeitet auch fast nicht mehr. Die Sünje trägt auch kaum noch Schwesternuniform.
dafür immer öfter Abendkleider. Ja, sie hat jetzt Gesellschaften zu geben, mindestens einmal pro Woche. Und ansonsten stehen klassische Konzertbesuche an und Theater und Gegeneinladungen. Und die Sönje muss nur elegant an Champagnergläser nippen und lächeln und hätte lieber ein Bier. Es wird über Aktienindizes gesprochen und über Wertpapiere, also von den Männern. Die Sönje steht daneben und hat schon beinahe einen Krampf im Kiefer vor lauter Lächeln und denkt, wie schön es wäre, einen dieser mit rotem Samt gepolsterten Stühle hochzuheben und gegen den Konzertflügel zu schmettern, immer wieder. Und dann noch eine dieser Violinen zu Kleinholz zu verarbeiten. Und dann müsste ein Schlagzeug einsetzen und Bässe müssten dröhnen. Und die Leute würden rauchen und Bier trinken und lachen und tanzen und später über Politik und Kunst und das Leben diskutieren. Whatever happened to Saturday night? You dressed up sharp and you felt alright. It don't seem the same since Cosmic Light came into my life. I thought I was the fuck. I used to drive around with a boy who'd go listen to the music on a radio. Saxophone was blowing on a rock and roll show. Climbed in the back seat, really had a good time. Opportunity, bless my soul. I really loved that rock and roll. Opportunity, bless my soul. Swim from the perfume I smelled. My hands kind of fumbled with his white plastic belt. Taste his aftershave and that's when it melts. He'd whisper in my ear that he really was mine. Got back in front, put some hair oil on. Buddy Holly was singing his very last song. With your arms around your boy, you tried to sing along. Felt pretty good, really had a good time. Opportunity. Es geht ja eigentlich gerade weiter da an dieser Stelle, aber ich muss vielleicht doch noch schnell sagen, das ist ein Lied von Meat Loaf aus dem wunderbaren Musical Rocky Horror Show. Und Meat Loaf ist leider vor 2 Wochen gestorben und das ist ein grosser, grosser Verlust. Waren Sie schon im neuen Schuhgeschäft an der Marktgasse? Ich habe so entzückende Stiefelchen gefunden und auch die Abendschuhe sind fantastisch. Italienisches Leder, schauen Sie mal, sagt eine Frau neben der Sönje und sie will antworten. Ich habe ein Leben. Ich gehe nicht sinnlos Schuhe kaufen, um Zeit totzuschlagen. Aber das würde ja gar nicht stimmen, das mit dem Leben. Und so lächelt die Sönje noch breiter und sagt, tatsächlich diese Raffung an der Ferse, erstklassig, trinkt ihr Champagnerglas aus und empfiehlt sich in die Waschräume, wo sie ihre Gesichtsmuskeln entspannt. Es ist Verlass auf das Gesicht, das ihr entgegenblickt. Die Haare schimmern blond und voll. Die Augen hell, der Hals ist straff, die Sönje gähnt und öffnet ihre Handtasche. Sie zieht das Fläschchen Pillen hervor. Eine schluckt sie mit Wasser und sie tupft sich gerade den Mund ab, als die Tür aufgeht und die Schuhfrau von vorhin eintritt. Und die Sönje nickt ihr zu und geht hinaus. Schon auf dem Rückweg werden die Lichter heller und die Menschen schön. Ob nicht mehr ganz jung wie die Sönje oder mittelalt wie viele oder richtig alt, wie die meisten. Jede Falte zeichnet sich scharf ab auf jedem Hals und auf jeder Wange, aber das macht nichts. Sie leuchten allesamt. Mittelalte und Greise und die Juwelen an den faltigen Hälsen sind jetzt heilige Insignien. Die Sünje ist von Liebe zu ihnen allen erfasst. Sie schwebt durch den Saal und lächelt nicht mehr krampfhaft, sie lächelt von Herzen. Sie findet ihren Mann, der sie mit Kind genommen hat. So einen muss man erst mal suchen. Ihren Mann, den sie liebt in diesem Moment. Was für ein Leben er ihr bietet, Gesellschaft und Schmuck und ein wunderschönes Haus. Die Sönje lächelt
und küsst ihrem Mann die faltige und doch überirdisch strahlende Wange. Und das Leben ist strahlend. Er fasst sie um die Taille, drückt sie kurz und tätschelt ihr den Po. Und der Sönje macht es nichts aus. Sie schwebt wieder davon, wechselt hier ein paar Worte und da ein paar Worte. Die Leute lachen mit ihr. Der ganze Saal, der ganze glänzende Saal gehört der Sönje. Sie spürt eine Hand auf ihrem Arm. Die Schuhfrau von vorhin. Ja, was immer das war, davon hätte ich auch gern, sagt die. Und die Sönje lacht und umarmt sie und zieht sie in die Toilette. Ja, Hells Angels oder Konzertsaal, ist doch überall dasselbe. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay back right here in the grass. And pretty soon all my problems will pass. Cause I'm in shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo, shoo. Shoo, 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 sugar town. I never had a dog that liked me some. I never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. Cause I'm in shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo, shoo. Shoo, 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 sugar town. Oh, if I had $1 million or 10, oh, I would give it to you, well done then. You could all go away and let me spend my life in shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo, shoo. Shoo, 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 sugar town. Merci, merci. Haben wir jemanden noch nicht gehabt? Den Nies haben wir noch nicht gehabt. Wer hat den Nies? Was hätten Sie gern? Okay, dann machen wir da nachher noch, aber noch mal einen, weil der ist tragisch wieder. Wir sind beim Nies. Der Nies wird ja dann Geheimdienstler. Jetzt ist es noch nicht, jetzt ist er Leiken auf der Flucht vor den Russen. In Norddeutschland. Und er ist Karl los geworden. Und zwar hat er einfach einen Bauer gegeben, weil er ihm nicht schauen konnte. Und er ist aber überzeugt im Nachhinein davon, dass er eigentlich seine ganze Familie durchgebracht hat. Also das ist so ein bisschen seine Lebenslüge. Aber er hat Karl eigentlich einfach abgeschoben. Und er ist jetzt eben, wie gesagt, allein auf der Flucht. Erst gestern ist der Nies auf einen fahrenden Anhänger gesprungen und hat sofort die Plane gelöst. Hinter ihm eine johlende Meute von Dorfkindern. Der Nies hat so viele Rüben wie möglich hinter sich geworfen. Bis der Chauffeur das gemerkt hat und abgestiegen ist und die Kinder in alle Richtungen gestoben sind, hat er nie sicher ein Viertel der Ladung abgeworfen gehabt. Aber trotzdem hat er selbst am Ende nur 3-4 Rüben erwischt. Jetzt beobachtet er nie seine Frau bei der Gartenarbeit. Sie ist alt. Ja, natürlich sind wie überall keine Söhne zu sehen, aber hier scheint es auch keine Tochter zu geben. Der Nies beobachtet, wie der Bauer abends vom Feld kommt. Alt auch er. Kein Hund begrüßt ihn. Der Nies bleibt liegen. Er liegt, bis die Hühner im Hühnerhaus eingeschlossen werden. Er liegt, bis es dunkel wird. Und als es bereits sehr dunkel ist, bleibt der Nies zur Sicherheit noch für eine gefühlte Stunde liegen. Dann schleicht er sich zum Hof. Er duckt sich unter den Fenstern weg. Hühnerhaustür öffnen, sie gackern schon, sie fliegen durcheinander, einige schreien, schnell sein. Der Nies packt mit beiden Händen das erstbeste Huhn. Hört, wie der Bauer draußen die Tür aufreißt, zu spät. Der Nies gibt Fersengeld der Bauer hinterher. Aber der Nies ist jung und stark und schnell. Er rennt, rennt, bis der Bauer aufgibt. Der Nies rennt mit dem Huhn in Händen.
Das stellt sich tot, wie Hühner das im Schrecken tun. Weiter, weiter, außer Atem ist Dennis. Er steht auf einem Feld hinter einer Hecke. Er ist in Sicherheit. Er klemmt das Huhn unter einen Arm, nesselt das Messer auf dem Sack, aus dem Sack und bückt sich nach einem Stein. Als das Huhn die Situation nutzt, es leistet plötzlich Gegenwehr, es flattert, es kratzt, es pickt ihn ins Gesicht. Ein scharfer Schmerz auf der Wange, aber der Nies lässt nicht los, trotz Klauen, trotz Schnitten in den Armen. Dem Nies schießt das Wasser in die Augen und die Backe brennt. Genauso wie damals im Osten in der Kinderverschickung, als der Bauer ihm eine geklebt hat. Als der Nies zum allerersten Mal ein Huhn festhalten muss. Der Bauer hat es gefangen. Ganz ruhig lässt es sich nehmen und hinter den Hühnerstall zum Hackklotz tragen, wo der Bauer das Huhn dem Nies in die Hände gibt. Schau, so mit beiden Händen rund um Flügel und Körper musst du es halten, hierhin auf den Klotz. Der Nies hält brav das Huhn fest. Der Bauer schwingt das Bein. Nein! Der Nies lässt im letzten Moment los, das Huhn zappelt. Und natürlich trifft der Bauer gerade doch noch halb. Mit zerspaltenem Kopf flattert das Huhn hoch. Blut sprüht kreuz und quer über den Vorplatz, über den Bauern, über den Nies. Sie beide rennen dem Huhn hinterher. Eine endlose, blutige Flatterei, bis der Vogelkörper endlich aufgibt. Der Bauer hat's. Er legt es über den Bock, hält es mit einer Hand fest und schlägt ihm mit der anderen gezielt den Kopf ab. Und noch im Schwung derselben Bewegung lässt er das Bein fallen, dreht sich dem Nies zu und klebt dem eine, dass der Funken sieht. »Willst du essen?«, fragt der Bauer und packt den Nies an den Schultern. Der Bauer geht ein bisschen in die Knie. Er ist fast auf Augenhöhe mit dem Nies. »Sieh mich an!« Der Nies sieht den Bauern an. Der Bauer hat noch hellblauere Augen als er selbst. Viele Fältchen darum und viele geplatzte Äderchen auf den roten Wangen. »Meinst du, das Huhn heult, wenn es einen Wurm aus dem Boden zieht?« Der Bauer schüttelt den Nies einmal und sieht ihm weiter in die Augen. »Sei kein Wurm. Würmer werden gefressen.« Er schaut nicht böse, nur ernst, merkt der Nies. Und er schluckt seine Tränen hinunter. Und der Bauer lässt ihn erst los, als er nickt. Abends bekommt der Nies ein ganzes Hühnerbein, Ober- und Unterschenkel. Der Bauer starrt ihn über den Tisch hinweg unverwandt an. Und der Nies nimmt riesige Bissen und würgt und schlägt seine Zähne aber gleich wieder ins Fleisch und wagt es erst, die Knochen wegzulegen, nachdem er sogar die Knorpel heruntergeschluckt hat. Beim nächsten Mal Hühnerschlachten zuckt der Nies nicht mit der Wimper, aber er sieht jetzt trotzdem nicht scharf, wie er jetzt im Norden halb auf dem geklauten Huhn hockt, ihm mit einer Hand den Hals zu Boden drückt und mit der anderen den Stein auf den Kopf schlägt. Der Nies ist nun fast blind. Es tropft ihm aus Auge und Nase und wohl auch von der Backe, die schmerzt schlimm. Er schlägt fest dazu, ein zweites, drittes Mal. Der Nies hält den Körper an den Füßen hoch. Erst als das Huhn einige Minuten ausgeblutet hat, steckt er es in den Sack und wandert im Schutz der Hecken und der Dunkelheit zum Versteck zurück. Der Nies geht mühsam im Straßengraben. Er duckt sich, sobald er etwas hört. Manchmal läuft er quer durch die Felder. Wenn das Korn hoch genug steht und nicht meterweise platt liegt, längst ist keiner mehr da, der mäht. Der Nies duckt sich in Gräben, er duckt sich durch Korn, es ist ein langsames Vorankommen. Er versucht, alle Begegnungen zu vermeiden. Die Panzer hat er hinter sich gelassen, aber es streifen genug abgerissene Gestalten durchs Land. Immerhin hat er noch ein, zwei Dinge, der Nies. Er hat noch ein Gewehr, er hat ein Messer und er hat noch die guten Stiefel vom Feind. Und er hat Instinkt. Und keine Skrupel, alles zu stehlen, zu klauen, abzuschnurren, zu stibitzen, was er braucht, mehr zu klauen, als er braucht, viel mehr zum Tauschen zu klauen, was er braucht. Der Nies ist kein Wurm und schlägt sich durch die Büsche und der Nies zappelt in den Armen eines Amerikaners. Das Messer nutzlos in der Tasche, sie haben ihn trotz allem sich duckend aus dem Graben geholt. Sie sind zu viert und der Nies versucht wenigstens zu kratzen und zu treten. Sie durchsuchen ihn und nehmen ihm das Gewehr einfach ab, das Messer auch das Huhn, aber lassen ihm die Stiefel. Und dann nehmen sie den Nies mit. Er muss eine halbe Stunde marschieren, bis er an eine Befestigung kommt. Stacheldraht rundherum und Wachen. Der Nies sitzt in einem Verhörzimmer. Davor eine lange Linie von Kindern.
Ein Mann, der komisch spricht, fragt nach seinem Namen. Und sie haben Gewehre. Die Amerikaner haben Gewehre. Denise sagt einen falschen Namen und die Amerikaner notieren den auf einer Liste. Dann darf Denise aufstehen. Ein Uniformierter fasst ihn am Arm. Er tritt mit dem Nies auf einen Gang, führt ihn an anderen Uniformierten vorbei, erst nach draußen und dann in eine von vielen Baracken. Oh, I knew a guy always out of a job. He used to steal, pilfer and rob. He thought he was the smartest guy around. Well, I found out last Monday that he got locked up someday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Wir könnten ja immer ewig weitermachen. Wir haben Material für 2 Stunden. Jetzt, wer mag nicht mehr? Ich habe eben eine Zeit lang immer gefragt, möchten Sie noch eins? Und dann hat mir ein Veranstalter gesagt, das gehe ich nicht, weil dann nehme ich mir das Publikum in Geiselhaft, weil niemand traut sich, zu sagen, nein, ich habe im Fall keine Lust mehr. Also darum, wer jetzt keine Lust mehr hat, bitte schnell aufstrecken, dann nachher sehen Sie es. Ich nehme es nicht böse. Alle haben noch Lust, also gut, machen wir mal. Ich hätte sonst noch mal den Karl gezogen. Es sind sonst alle dran gewesen, oder? Ah, die Lili ist noch nicht dran gewesen. Also gut, dann machen wir die Lili. Also jetzt noch, also es ist schon eine sehr schöne Wahl, weil es ein Lied von Philipp ist. Es ist aber auch eine traurige Szene. Also vielleicht müssen wir dann nachher noch mal eine machen. Also, das ist nicht mein Lied. Ja, ist von was? Also, nein, aber du singst es. Ja. Falsche Lorbe. Ah ja, Entschuldigung. wir sind nach vor Kriegsende in der Schweiz. Und zwar in einem jurassischen Dorf, also quasi bei den Eltern von Fritz. Ach, was ein Glück, dass die Lilly in der sicheren, schönen, friedlichen Schweiz ist. In dieser sicheren, schönen, friedlichen Schweiz steigt die Lilly in ihrem Reisekostüm aus, vor Publikum. Die Bauern des Dorfs sind zusammengelaufen und starren. Der Fritz hat im Voraus der Verwaltung des Bezirkshauptorts telegrafiert, mit der Bitte, man solle das bitte seinen Eltern ausrichten, weshalb der Pöstler vom Telegramm und der Ankunft weiß und so natürlich nicht nur die ganze Nachbarschaft informiert ist, sondern auch gleich noch die umliegenden Gemeinden. Einige haben an der Straße gewartet und Maulaffen feilgehalten und sind dem Auto nachgerannt, wie es langsam den Hügel hochgekrochen ist. Der Fritz wird umarmt von der Mutter, von der Schwester. Marie-Therese, bist du ja Frau geworden, ruft der Fritz. Die Lilly steht daneben und streckt dem Vater von Fritz die Hand hin. Guten Tag. Grüß dich, heißt das bei uns, sagt er und ignoriert die ausgestreckte Hand, bevor sich umdreht und die Lilly ganz stehen lässt. Und die Lilly hört von den Umstehenden etwas wie Tütschi, die Tütschi, da ist auch so die Tütschi vom Fritz durchs Gewand. Und jemand spuckt gegen das deutsche Nummernschild ihres Autos. Es gibt jetzt recht viel Berner Dialekt, oder zumindest das, was ich
für einen Berner Dialekt halten. Und es funktioniert ja so in Zürich oder St. Gallen oder irgendwie in Basel recht gut, aber in der Innerschweiz, wo er doch so ein bisschen näher ist, also bitte Entschuldigung. Der Vater packt den Koffer vom Fritz und der Fritz wird hineinspediert. Rücken drehen sich der Lilly zu. Und während sie sich noch wundert, dass niemand dasteht, der sich um das Gepäck kümmert, noch nicht einmal ein Knecht, und sich umsieht, schlägt die Tür ins Schloss. Und die Lilly steht plötzlich auf dem ungepflasterten Vorplatz, allein neben dem Auto, einer Mauer von schweigenden Bauern, Bäuerinnen und deren Kindern gegenüber. Sie tragen ärmliche Kittel und Schlutten. Dreckig sind die meisten. Die Lilly wird sich plötzlich des vollbepackten Anhängers bewusst, des Silbers und der Bilder und der Seidenteppiche aus dem Orient. Flucht nach vorn. Sie ruft, na, die haben Familienwiedersehen, hilf mir, wer reintragen? In die Bauernrunde. Da trifft sie am Rücken etwas. Etwas Stinkendes. Es ist ein Stück Kuhfladen. Die Menge johlt. Lilly schießen Tränen in die Augen. Die Haustür öffnet sich wieder. Der Fritz, hey, lass mich froh in Ruhe. Einer ruft zurück. Herr sauber schon, wenn du so das deutsche Soulweib heimbringst. Ein anderer, steck sauber schon einen halben Deutsche. Aber dann verläuft sich die Menge. Immerhin hilft der Fritz jetzt, die ganze Bagage ins Haus zu tragen. Das Silber, die Teppiche, Lillys Garderobe, die Bilder ihrer Vorfahren. Wo ohne sollen wir nur mit all diesen Deutschen war, meint der Vater. Das Haus ist eng, mit niedrigen Decken. Dunkelbraune Holzpaneele bilden die Wände. Lillys Sachen füllen das halbe Jugendzimmer vom Fritz. Wobei, Zimmer, ja, ein Verschlag ist das. Ein Verschlag, in welchem sie jetzt zu zweit hausen sollen. Zumindest bis der Fritz eine Anstellung findet. Hoffentlich findet der Fritz bald eine Anstellung. Vielleicht kann man dann ja, je nach Größe der Wohnung, auch das Karlchen nachholen. Vielleicht in Niesgar, hofft die Lilly. Und setzt sich an den schummrig beleuchteten Tisch in der Stube. Gute Miene machen, denkt sie. Kein Wunder, dass der Fritz hier weg wollte. So eng und düster ist hier alles. Gute Miene machen, Konversation machen, lustig sein. Also erzählt die Lilly. Und erzählt. Ja, vom Norden und wie platt dort alles ist. Nicht wie hier. Sie können es ja gar nicht erwarten, bergsteigen zu gehen. Die Alpenflora soll so herrlich sein. Und das Licht sei ganz anders hier, habe ihr der Künstler gesagt. Was, ihr habt noch nie von seinem Engel gehört? Der ist weltberühmt. Als Bild. Und er hat ihn auch als Statue gehauen. Und mein kleiner Bruder hat ein Holzmodell davon, vom Künstler höchst persönlich gekriegt. Na, ihr habt ja wohl eure eigenen Lokalmatadoren. Und als kein Wort zurückkommt, erzählt sie von Konzerten, auf denen sie war, und von Abendgesellschaften. Um sie herum wird aufgetischt. Tiefe, irdene Teller erscheinen und ein Topf Graupensuppe, aus dem die Schwester vom Fritz, das Marie-Therese, ja, so nennen sie die, das Marie-Therese, Portionen in die Teller schöpft. Und als alle weiter verstockt schweigen, fängt die Lilly an, immer haarsträubendere Geschichten hervorzukramen. Die von der Gutsherrin Quastorp und dem Tennisschuh in Aspik. Und wie die Gräfin Pleschko ihre Tochter aus Versehen fast an einen Torfstecher verheiratet hätte, weshalb sie jetzt den Spitznamen Torfsko weg hat. Und löffelt dabei ihren Teller aus. Noch nie hat die Lilly so leiden müssen beim Döntjes erzählen. Nachdem sie sich 1,5 Stunden lang den Mund fusselig geredet hat, sagt sie, na, genug geschnackt. Sie müsse ja noch auspacken und den Eltern schreiben, wie sie angekommen seien. Sie wolle auch nicht länger zur Last fallen und bedanke sich für die gute Suppe. Sie zieht sich in Fritz' Kammer zurück, wo sie sich auf die kaum 1 Meter breite Pritsche setzt. An Familienfreunde wie den Künstler schreibt sie, Olla Holzklopper, oder malst du gerade eher? Keine Ahnung, ob dich das hier erreicht. Wir sind angekommen, ob gut wird sich zeigen. Kein Wort zur Meta, ihre Mutter. Aber hier gehen die Horizonte noch nicht mal bis zur nächsten Felswand und diese durchaus ekelhaften Berge sind hoch, sage ich dir. Die Schweizer haben ein insgesamt doch überraschend inniges Verhältnis zu Kuhmist. Die Lilly hält inne und fügt dann an, vorsichtig, denn bestimmt werden Briefe an der Grenze geöffnet. Sag mal, könntest du mich zur Horizonterweiterung weiterempfehlen? Wer ist denn noch so auf Reisen? Bleib staubfrei, Lilly. Und an die Meta schreibt sie, Muttchen, gutes, liebes Muttchen, alle sind hier wunderbar nett und hilfsbereit. Wir sind gut angekommen, die Berge sind fast schon abscheulich pittoresk. Die Unterbringung ist gemütlich, die Familie rührend. Fritz wurde von den Dorfbewohnern begrüßt wie ein heimgekehrter Königssohn. Und die Schwester ist bestimmt bald meine beste Freundin. Here.
Merci vielmals. Damit es nicht ganz so traurig aufhört, haben wir noch eine ganz kurze von 3 Minuten 40. Das schaffen Sie doch. Ich auch. Es ist einer vom Nies. Wir sind während dem Kalten Krieg im Teil der Berlin, und zwar in West-Berlin. Und in Bern. Nies ist jetzt ein bisschen älter. Und so halb etabliert beim Geheimdienst. Der Nies wird einen Reibach machen und sich mit etwas Glück rehabilitieren. 2, 3, 9, gleich ein paar Fliegen mit einer Klappe. Der Nies gluckst jetzt bei dem Gedanken an die Affäre Bär. Dabei hat er die bis gerade verflucht. Die Affäre Bär ist schuld, dass er vor 4 Tagen Knall auf Fall degradiert und samt Familie nach Bern versetzt wurde. Aber jetzt kichert er. Noch heute glauben diese langsamen Schweizer Offiziere und Diplomaten, ihre geliebte Bronzestatue, dieser schwerfällige Bär, sei von den Russen geklaut worden in einer Nacht- und Nebelaktion. Aber die Schweizer sind auch selbst schuld gewesen. Haben sie doch mit ihrem Abwägen und Zögern und ihrer behördensturen Langsamkeit dem Nies den Coup mit den Raketenplänen vermasselt. Und so ist dem Nies, als er noch in West-Berlin, statt nach nur 4 Tagen schon tödlich angeödet, im geruhsamen Bern residierte, bei einem spätnächtlichen Gelage mit seinen Kameraden ein Streich in den Sinn gekommen. Nämlich den werten Eidgenossen ihren doofen, bronzenen Bären zu klauen, den sie soeben aufgestellt haben, vor der Schweizer Delegation in West-Berlin. Und sie klauen ihn mit eigens gedruckten Papieren, welche einen festgestellten Mangel beglaubigen, sandiger Unterbau oder so, seine Kollegen brüllen. Der Hoffmann schlägt sich auf die Schenkel und der Schröder krakelt, ah, den malen wir rot an und stellen ihn drüben dem Iwan hin. Und der Hoffmann schreit, Blödsinn, über die Mauer kriegen wir den nicht. Wir stellen den Amerikanern hin, aber mit Halsband, mit Sternhammer und Sichel. Sie rennen in die Zentrale und depeschieren, was das Zeug hält. Dränglichkeit, Stufe 1, grüllt der Hoffmann die Telefonistin der Nachtschicht an. Und schließlich zieht die ganze Mischpoke an unbeschreibliche Orte weiter. An Orte, an die man nur mit so viel klarem Intus geht, dass man sich danach nur verschwommen und im besten Fall gar nicht erinnert. Und die Margarete wundert sich später einmal mehr nicht, dass der Nies es nicht die Treppe hochgeschafft hat. Sie lässt ihn liegen. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai, c'est bien fait pour toi, je dirai, ça t'apprendra, je dirai, ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonnée, celui qui naissait de laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Merci vielmals. Philipp Schoffelberger an der Gitarre. Danke vielmals. Merci, merci. Danke.